Letztes Zwischencastle hier in Yoshi's New Island, Welt 6-4. Warnung, Wasserschlacht. Echt jetzt? Oder ist das Galgenhumor? Tatsächlich. Weil lange ist die letzte Welt ja eine Lava-Welt und Wasser ist, naja, wie soll ich sagen, das direkte Gegenteil. Aber gut. Warum nicht? Oh nee, machen die das jetzt so, dass da die ganze Zeit dieser Fisch kommt, der da die Aquaknarre einsetzt? Ja, hilf mir mal, da hochzukommen, danke. Weil die Fische mag ich nämlich nicht. Die können einen zwar nicht killen, aber ihr habt es ja gesehen. Wenn ich von der Aquaknarre getroffen werde, dann werde ich schon ganz schön weit weggeschleudert. Und das ist nicht so schön. Wundert mich, dass da jetzt schon ein Zwischenkreis kam. Ich meine, wir haben jetzt erst zwei rote Münzen und eine Blume. Oh, oder? Verdammt, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Kann es sein, dass jetzt so ein Schlüsselspielchen kommt? Und man hätte den Sternkreis erst betätigen sollen, wenn man den Schlüssel hat. Ja, wahrscheinlich. Aber egal. Ist nicht so schlimm, weil ihr wisst ja, wenn ich einmal getroffen werde, bin ich sowieso... Was die 100% betrifft, am Arsch. Na toll, super. Das war gemein. Ich habe einen Stern bekommen, wow. Richtig viel. Und davon werde ich noch verfolgt von einem Kugelbilly. Aber was haltet ihr eigentlich von den Zwischencastles in Yoshi's New Island? Weil eigentlich war es ja früher so, dass es immer zwei größere Bosse gab. Aber jetzt ist es ja so, dass es nur noch einen großen Boss gibt, nämlich im Hauptcastle und Kamek. Oh, die Stelle ist behindert! Ja, Glück gehabt. Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz okay, weil früher war das halt so, du konntest nie wirklich nachvollziehen, warum der in dem Hauptcastle jetzt wirklich der Boss der Welt ist. Weil die Bosse waren damals halt fast alle gleich und auch nicht wirklich schwer. Und jetzt ist es halt so, im Zwischencastle kämpfst du gegen Kamek, der auch immer eine andere Taktik hat. Das finde ich auch ganz cool. Und halt noch ein Hauptboss, der von Kamek dann gepusht wird. Ich muss echt sagen, ich finde es so besser. Wow, Hilfe, Kirby. Was ist das hier eigentlich für ein seltsames Castle? Also ich habe wirklich Lava erwartet, aber das ist hier wohl wirklich reines Wassergebiet. Was ist da? Eine Tür. Eine Bonustür. Gut. Weil ich habe nämlich erst eine Blume und 8 rote Münzen. Da wurde ich schon langsam stutzig. Ich möchte das natürlich zu 100% schaffen. Oh nein. Die roten Schalter kann ich nicht ausstehen. Hä? Muss ich den töten, oder was? Sieht so aus. Ja, tatsächlich. Boing. Ja, und nur dann kommt man da hoch. Ich dachte schon, was ist jetzt hier los? Ich habe eigentlich erwartet, dass ich rennen müsste. Aber stattdessen gab es dann nur so einen Riesen-Kirby. Na gut, keine roten Münzen, aber die zweite Blume. Das ist gut. Na, ich stelle euch die Frage wegen dem Zwischencastle, weil ich da auch schon von einigen so die Kritik gehört habe, dass sie das halt lame finden. Weil es in Yoshi's Island einfach Tradition war, dass es halt immer zwei andere Bosse gab. Aber, ja, wie gesagt, ich finde es so eigentlich ganz in Ordnung. Natürlich war das früher auch cool. Oh nein, das ist aber nicht cool. Und dann ist es ausgerechnet das U-Boot. Warum kommt denn nicht mal wieder der Heißluftballon? Der kam nur in Welt 1 vor, glaube ich, und ansonsten überhaupt nicht mehr. Stattdessen bringen sie das scheiß U-Boot. Ja gut, das passt natürlich zu dem Level wegen Wasser und so, aber ich hasse das U-Boot. Naja. Meckern hilft gar nichts. Auf geht's. Oh, die Kugelfische. Die brauchen, glaube ich, immer zwei Treffer, bis sie abkratzen. Na, gut, dass ich ihn getötet habe. Dafür gibt's was. Dann bei dir wahrscheinlich auch. Ja. Allerdings geht mir die Zeit langsam aus. Ja, ich kann jetzt leider nicht einen besseren Winkel nehmen. Ich halte den 3DS so, dass ich da noch durchkomme, aber es funktioniert nicht. Dieser scheiß Gyrosensor, meine Fresse. Aber da ist Zeit. Ich könnte es noch packen, komm schon! Ja, hätte ich nicht gedacht. Aber ich darf noch weitergehen. Dummerweise habe ich jetzt keine Ahnung. Boah, wie viele rote Münzen ich hatte, bevor ich hier reingegangen bin. Aber ich habe ja bis jetzt alles eingesammelt, nicht wahr? Ja, ist da noch eine rote dabei oder nicht? Wenn dann die.
Das wären die letztmöglichste. Ah! Das ist nicht euer Ernst, ne? So eine Scheiße, Mann. Nee, warte, was hatte ich denn für rote Münzen, als ich reingegangen bin? Ich glaube, ich hatte 10. Da hätte ich jetzt sogar alle gehabt, aber ich muss sicher gehen. Nee, die war auch gelb. Okay, hätte ich mir also sparen können. Toll. Vielleicht schneide ich das auch raus. Also wenn der Part dann zu lang wird, dann cutte ich das einfach weg. Da war auf jeden Fall nichts. Wir haben alles. Gute Sache. Und da ist noch ein Schlüssel. Jetzt haben wir schon 2. Ah, Moment mal. Nein, warte, nein! Nein! Ach so, oh, wenn ich laufe, dann komme ich hoch. Aber wenn ich springe, nicht. Ist klar. Warum das denn? Na gut. Und ich glaube, jetzt hätte man spätestens den Sternkreis betätigen sollen, damit das alles gespeichert bleibt. Das habe ich halt jetzt nicht gemacht, aber ich denke, da kommt noch einer. Also, erster Schlüssel ist drin. Nee. Die bringen jetzt nicht das Easter Egg, oder? Hallo? Also ich denke eigentlich, dass das Ding so... Ich habe nämlich gerade gedacht, dass das dieser Schleimi ist. Wenn ihr euch erinnert, in Yoshi's Island 1, da gab es nämlich so einen Gegner. Das war so ein Schleimi, den musste man nur mit Eiern treffen und dann ist er zerfallen. Ich kann es schwer erklären, aber es war ein Hauptboss von Welt 1, glaube ich sogar. Und der kam dann auch nochmal im allerletzten Castle vor. Ah, er ist tatsächlich da! Dieser Spacko, ich hasse ihn! Weil du brauchst da eigentlich alle Eier und ich hab nicht viele Eier. Kann ich den überhaupt killen? Der braucht immer wieder mal einen Treffer und wenn er sich so komisch, ja, ich habe keine Eier mehr, toll. Super. Wenn er so ausgefranst ist, so wellenförmig annimmt, dann kann man ihn nicht verletzen. Na, wartet mal, ich gehe erstmal vor und setze meinen Schlüssel ein. Damit ich dann 7 Eier mitnehmen kann oder 6. Warum auch immer. Ist egal wie viele. Auf jeden Fall brauche ich schön viele Eier, um den Typen zu töten. Ah, sehr schön, da wartet noch ein Sternkreis auf mich. Alles in Butter. Also zurück. Ne, das ist ein richtig geiles Easter Egg. Der Typ, ich weiß nicht, der steht einfach für Yoshi's Island. Der gehört dazu. Genauso wie Baby Mario, Baby Luigi und die Yoshis. Das haben sich wohl auch Artists gedacht und haben ihn einprogrammiert. Jetzt kann es noch ein bisschen nervig werden, weil ich weiß halt nicht, ob ich den schnell besiegen kann oder nicht. Zumal hier auch noch Wasser fließt. Ja, es ist ein nerviger Kampf gegen ihn. Ja, toll. Das erste Ei war schon mal sehr schlecht. Oh, du bist so ein Arsch. Ich kann mich einfach nicht wirklich bewegen. Ich habe jetzt nur noch ein Ei. Aber es hat gereicht. Yes, es hat gereicht. Danke. Was gibt's dafür? Blume und rote Münzen. Yes, 100%. Bis auf die Sterne, aber da kommt ja noch ein Sternkreis. Allerdings brauche ich eh nicht hoffen, weil ich denke, der Karmic wird jetzt mal richtig abgehen. Der letzte Karmic-Kampf war ja auch schon nicht einfach. Warum sollte also der in der 6. Welt leichter werden? Aber ich habe verdammtes Glück. Ich kriege einige rote Eier. Vielleicht kann ich die beim Kampf nutzen. Wollen wir es hoffen? Wir sollten jetzt auf jeden Fall da sein. Also, safe. Und auf geht's. Boah, boah, Kirby. Mach keinen Scheiß hier. Es gehen ab. Das muss ich von da oben runterholen. Aber ich will jetzt nicht meine roten Eier dafür verwenden. Deswegen schnappe ich mir mal da grüne. Ich bin da jetzt schon so vorsichtig. Das ist auch rot. Das ist grün. Bam, bam. Das ist eine coole Idee, dass man die Tür erstmal von da oben runterholen muss, finde ich. Der Fragezeichenflatterer wäre Sterne gewesen. Ist ja immer so, kurz vom Boss. Aber wir haben 30. Jetzt muss ich es nur noch ins Ziel bringen. Du solltest doch niemals so weit kommen! Schluss aus! Dieser Schabernack endet hier! Ja, das hast du schon 6-mal gesagt. 6 bis 12-mal. Ne, 11. Wow, Hilfe. Ah, okay, wir müssen ihn von da oben runterholen. Oh, und jetzt ist es sogar gar... Oh, Hilfe! Ja, stoß ihn runter! Okay, erstes Leben war schon mal sehr leicht.
Was macht er? Ja, das habe ich mir gedacht, dass das jetzt passiert. Alles klar. Na, da sind die roten Eier sogar schlecht, weil die roten Eier gehen ja sofort bei Berührung kaputt. Ja, aber das ist ja voll einfach. Du musst dich ja nur da hinstellen, wo nichts runterfallen kann. Dann passiert auch nichts. Komm schon, das ist dein letztes Leben. Ist das echt so einfach? Das ist ja ein Witz. LOL? Das war ja einfacher als der erste Kamek-Kampf. Ah, du bist schon wieder an mir vorbeigekommen. Jetzt reicht's mir aber. Oder geht's weiter? Nö. Hä? Das kapiere ich jetzt echt gar nicht. Das war mega leicht. Nehmt mal das von Welt 5 zum Vergleich. Das fand ich sau schwer. Naja, umso besser. 100% und weiter geht's. Heißhuf, Hindernislauf, Welt 6, 5. Vielleicht ist das aber auch nochmal so ein Anzeichen, dass der da im letzten Castle nochmal einen richtigen Auftritt bekommt und da abgeht. Oh, das sieht cool aus. Oh, Hilfe. Das ist cool, lala. Nein, das ist ein Scrolling-Level. Das ist das erste, ne? Stimmt, von denen gab es auch gar keine. Die waren nämlich auch relativ zahlreich in Yoshi's Island 1. Keiner mag sie, aber sie kommen trotzdem immer wieder vor. Wirklich zeitgemäß sind sie auch nicht mehr. Wahrscheinlich kommen die deswegen auch nur noch so selten vor. Früher hat man das ja größtenteils gemacht, um ein bisschen Speicher zu sparen. Damit das alles rechtzeitig laden konnte. Zumindest mit den ganz alten Spielen. Ob das jetzt auf dem SNES noch der Fall war, keine Ahnung. Ich denke mal eher weniger. Ich meine, Mario World konnte da auch schon ohne Probleme dargestellt werden. Also warum ein Yoshi's Island nicht? Oh mein Gott. Immer die richtigen Dinger umdrehen, also das Gelbe nicht. Ich muss hier echt aufpassen, dass ich von nichts getroffen werde. Hier fällt alles runter. Und hier, ja, mit einem Eier, mit einer Stampfattacke. So, genau. Oh, ist das ganze Level ein Scrolling-Level, oder was? Ich will das nicht. Aber der Hintergrund ist wirklich schön. Gefällt mir. Ich drehe das Ding jetzt einfach mal um hier. Und hole mir hier die Sterne. Wir haben jetzt eine Blume, 4 rote Münzen. Das ist echt ziemlich wenig. So. Wahrscheinlich muss ich jetzt da runter. Schneller, schneller, schneller. Ja, und wie ich da runter muss. Da ist eine Röhre. Lass mich durch. Danke. Dup, dup, dup. Ich denke, da wird die zweite Blume sein. Wir hören in der letzten Welt irgendwie viele verschiedene Soundtracks, fällt mir auf. Also hier haben sie dann nochmal aufgezogen, was das anbelangt. Aber warum nicht? Oh nee, oder? Was ist denn das? Ah, toll. Hä? Ich habe das Gefühl, ich habe rote Münzen vergessen. Und zwar im ersten Bereich. Wollen wir hoffen, dass man da nochmal hin kann. Ansonsten... Ach, toll, ja auch. Ansonsten wird es schwer mit 100%, Leute. Das ist ja gemein! Du musst da alles genau treffen. Und wenn du rote Eier hast, bist du sowieso am Arsch. Ja, natürlich. Und man kommt nicht zurück und die Lava steigt. Was geht ab? Was ist hier los? Naja, wenn da wirklich noch rote Münzen waren, Leute, dann, sorry. Dann schaffen wir es halt nicht mit den 100% auf Anhieb. In letzter Zeit läuft es ja besser, was das anbelangt, aber wenn dann sowas Fieses auf mich zukommt, mein Gott, dann ist es halt nur noch Glück, ne? Oh, apropos... Nein! Ja, diese Schweine. Ich habe gleich gesehen, dass da auf der linken Seite noch was sein muss, aber die Lava war zu schnell. Na toll. Ja, jetzt sind auch die ganzen Sterne weg. Spätestens jetzt komme ich ein bisschen in die Bredouille, was die 100% anbetrifft. Trotzdem schließe ich jetzt noch nicht aus, dass ich die Sterne noch zusammenkriege. Ja, und wenn dann noch rote Münzen sind, was dann? Ich lasse mich einfach mal fallen. Boah, tatsächlich. Die sind doch verrückt. Ja, komm, wir sind letzte Welt, klar. Jetzt muss es abgehen. Wann, wenn nicht jetzt? Holy shit, Mann. Ich bin durch. Also so schlecht sieht gar nicht aus. 15 Red Coins, 3 Blumen, aber nur 10 mickrige Sternchen.
Ja, also es muss auf jeden Fall noch ein Sternenkreis kommen und zwei Fragezeichen Flatterer. Ob man sich darauf verlassen kann. Oh, was ist denn hier los? Aha. Safe! Das ist schon mal schön. Komm, gib mir mehr Eier. Diese Laufbänder sind eine neue Idee, oder? Oh, oh nein, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Das Ei, das fliegt doch nicht mal weg. Also es müsste ja weggerollt werden, es wird's aber nicht. Ist da eigentlich was? Ja! Aber nur ein One-Up. Da seht ihr das, ich kann die Eier da drauf schleudern, aber die werden nicht weggerollt, das ist voll lame. Schlechte Detailarbeit. Ja, jetzt geht's wieder weiter mit Scrolling. Super. Und den Lavaviechern, die einen, glaube ich, sofort töten, wenn man sie berührt. Ob ich hier noch finde, was mir fehlt? 16. Ja, also vor allem mit den Sternen wird es wahrscheinlich zu knapp werden. Verschwinde, Mann. Ja, niemand braucht One-Ups. Echt? Niemand. Hier ist nichts. Hier schon. Aber der Spinner kommt. Ja, Blume. Ja, komm, vergiss es. Das ist zu übel. Viel zu übel. Eier. Ich brauche Eier. Und Glück. Sterne. Ha! Down. Oh mein Gott. Also die Blumen haben wir noch. Cool. Zumindest das. Wenigstens etwas. Nein. Ach, da wären auch noch Sterne gewesen. Und das da unten ist wahrscheinlich die letzte rote Münze. Super. Ach, komm, ey, ne? Dann bring ich mich nochmal um. Lol. Yes, es war die letzte rote Münze. Gut, dann war mein Tod nicht umsonst. Dann haben wir jetzt die Blumen und die roten Münzen ins Ziel gebracht. Bei dem einen Raum mit den Pfeilschießern war dann doch nichts mehr. Ja, Sterne war dann aller leider zu krass. Also das muss ich dann halt nachholen. War auch ein gutes Level übrigens. Schön designt, schön abwechslungsreich. Warum ist nicht jedes so? Das ging ja schon langsam in die Richtung vom alten Yoshi's Island. Also das war schon echt gut. Aber halt auch nicht ohne. So, 30 Sterne wurden nachgeholt und unser nächstes Ziel ist jetzt die Pyro-Geiß-Parade in Welt 6-6. Sind das diese brennenden? Ja, die sind es. Na dann, komm mal her. Oh, die kann man nicht mehr fressen? Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das früher ging und dann konnte Yoshi Feuer speien. Oh, eine Blume. Aber jetzt wohl nicht mehr. Oder vielleicht irre ich mich auch und das ging früher genauso wenig. Keine Ahnung. Spielt keine Rolle. Weichen wir ihnen einfach aus oder zerstören wir sie mit Eiern, weil das sollte ja wohl noch gehen. Da wieder hochzukommen ist jetzt nicht leicht. Ha! Wie fies. Aber jetzt passt's wieder. Wow. Ja, also man sieht schon, hier gibt's viele, viele Shy Guys. Egal ob brennende oder normale. Oh. Jetzt schnell. Die ruhen aber auch irgendwann mal. Und diesen Zeitpunkt muss man halt ausnutzen. Damit man dann auch... Oh, ach, egal. Es gab noch keine Sterne zu holen. Aber hier vielleicht. Auf jeden Fall ist das auffällig. Was geht da ab? Da ist was, ja. Allerdings nichts Besonderes. Na toll. Trotzdem haben wir schon zwei Blumen und fünf rote Münzen. Das ist irgendwie total an mir vorbeigegangen. Und wir hören wieder diesen wunderschönen Soundtrack. Also, ich weiß gar nicht, warum der... so selten spielt. Oder besser gesagt, warum die anderen Soundtracks nicht genauso gut sind. Weil der hebt sich ja doch schon deutlich von den anderen ab. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Soundtracks nicht von Artist gemacht wurden und auch nicht von Nintendo. Das hat ein externes Studio übernommen, die anscheinend nicht so viel Skill hatten. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. Aber ist halt schon auffällig, dass das jetzt nicht so der Oberhammer wurde, ne? Gibt ja wirklich nur ganz wenige Tracks, die gut klingen. Und, eigenständige sowieso kaum. Also ich glaube, wenn man die Soundtracks zählen würde, die wirklich neu sind, dann käme man auf 3. Nämlich die, die spielt, wenn man sich in einen Heißluftballon oder irgendwie sowas verwandelt.
Und halt, es war klar, dass da was ist. Und halt die normale Yoshi's Island Musik, die 1000-mal remixed wurde. Und sonst, Boss Battle vielleicht noch. Da habe ich jetzt gerade den Soundtrack nicht im Kopf, aber ich könnte mir vorstellen, Boss Battle ist auch noch eigenständig. Ja, danach wird's aber schwer. Vielleicht kriegen wir zum Finale nochmal was Neues. Aber nur vielleicht. Ich hoffe es. Das ist halt ein bisschen traurig. Ich weiß gar nicht, die haben sich's echt einfach gemacht. Aber auch so kann was Cooles entstehen, wie man hier hört. Ich weiß natürlich nicht, wie ihr darüber denkt. Ich habe die Kommentare ja schließlich noch nicht gelesen, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass dieser Soundtrack jemandem nicht gefällt, weil... hat echt einen geilen Klang. Oh, das nervt ja, aber wie lange geht denn das noch? Ich muss hier halt jeden einzelnen Stein zerstören, weil überall was versteckt sein könnte. Das ist das Dumme. Und diese Kugelwillis, die bei Aufprall nochmal sich wenden und mich verfolgen können, sind auch nicht gerade nett. Ganz zu schweigen von den brennenden Vollidioten hier. Wie kommt man überhaupt auf die... auf die Idee, sich anzuzünden. Muss man doch richtig krank sein. Mal im Ernst, hey. Hä, haben die sich gerade gegenseitig umgebracht? Ist ja geil. Oh nein, ich habe kein Ei. Komm her. Alter, ich brauch dich. Komm schon. Ja. Das ist irgendwie lustig. Eine Blume. Jetzt noch ein paar Eierchen, dann sollte das hier geregelt sein. Zack. Aber sobald man dem Stein einmal Schaden zugefügt hat, sieht man ja schon, ob da was drin ist oder nicht. Und da ist was drin. Ja, jetzt komm doch her, meine Fresse. Hä, wieso hat er jetzt das Ei, das Baby nicht rausgeholt? Ich komme hier einfach nicht klar. Am Ende wird es wieder nichts mit den Sternen, weil das hier so beschissen ist. Ja, komm, geh mal durch. Hoffentlich kommt noch ein Kreis, dann habe ich noch Möglichkeiten. Aber die Stelle da war ja echt irgendwie doof. Oh, was haben wir da unten wieder? Stirb! Komm her, du auch. Und jetzt wagen wir es mal. Aha, Blume und 2 Red Coins. Gib mir mehr Eier, ich will Eier, wir brauchen Eier. Stegos brauchen wir nicht. Brennenden Vollidioten brauchen wir auch nicht. Wie viele kommen da noch? Oh, einige. Sehr, sehr viele sogar. Und da geht's runter. Schau mal, wo sie herkommen. Vielleicht ist hier der Ursprung, wo sie sich alle anzünden. Nee, sieht nicht so aus. Oh, aber ein Felsenrätsel. Ich kann mir schon denken, was ich damit machen muss. Der Felsen muss nach oben kommen, damit ich diese blauen Zacken zerstören kann. Allerdings, wartet mal. Allerdings müsste doch das auch mit den Eiern gehen. Ja gut, die Frage ist, wie komme ich jetzt wieder raus? Ah so, lol. Aber ich schaue nochmal, ob da rote Münzen waren. Hier zum Beispiel. Aber die Blume war jetzt nicht das Problem. Ah, tatsächlich. Das ist irgendwie schlecht durchdacht. Die Idee ist ganz geil. Also du musst den Stein hier halt hochbringen, aber wie man gesehen hat, wenn man ein bisschen Hirn hat, kommt man auch anders an die Blume. Cool. Oder auch nicht. Ansichtssache. Für den Spieler ist es natürlich chillig. Für die, die es bewerten, ist es eher traurig. Ich bin beides. Aber manchmal gibt es aber auch so Fressbugs. Ich meine, meine Zunge geht ganz deutlich auf das Viech drauf und er stirbt trotzdem nicht. Jetzt wird's schwer. Okay, zumindest einen konnte ich killen. Boah, meine Güte. Was ist denn am Ziel? Okay, Blumen habe ich. Sterne ist katastrophal gescheitert. Und ich kann mir auch nicht die roten Münzen da unten holen. Oder vielleicht doch. Aber selbst wenn, mir fehlen 3 rote Münzen und ich habe da nur 2 gesehen. Oh. Okay. Vielleicht hat's damit zu tun. Leider nein. Wäre schön gewesen. Ach Mann. Das ist jetzt wirklich ein bisschen doof. Oder vielleicht ist auf der anderen Seite noch was. Ja, ich schaue mir diese Stelle nochmal ganz genau an. Da ist sogar nur eine. Okay, mir fehlen 2 Red Coins. Krass.
Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass die Entwickler sich ein bisschen abgesichert haben. Bei diesem Rätsel da mit dem Stein. Vielleicht sind die letzten Red Coins ja... bei den blauen Zacken drin, oder was ist hier? Ernsthaft? Ich hab da nämlich... LOL! Geil! Weil der Rand, der sah so komisch aus, das sah so doppelt aus, als wäre da hinten noch was. Seht ihr, weil jetzt sieht's ganz normal aus, aber vorhin waren da so zwei Wände und ich dachte mir halt, was ist das? Das ist ein Ultra-Secret. Episch, dass ich das noch gefunden habe. Ansonsten wäre ich jetzt zu dem Stein gegangen. Und hätte da geguckt, ob da... ob da was ist. Und die 100% können wir sogar auch noch machen, wenn ich genau bin. Ich brauche einfach nur rote Eier. Wie immer. Das mache ich jetzt noch. Ich bin da jetzt so. Ehrgeizig, wie immer. Yes. Okay, geil. Hat's doch noch geklappt. Mega geil. Muss ich schon sagen. Das Secret war krass. Dann haben wir 3 Level in dem Part geschafft. Das kann sich sehen lassen. Und im nächsten Part könnte schon der Final Boss kommen. Ich hoffe, ihr habt Lust. Daumen hoch und wieder einschalten mal. Yoshi's New Island. Yoshi und Baby Mario freuen sich. Und ich auch übrigens. Tschüss.